So, hey Leute und herzlich willkommen wieder hier zu unserem Live-Commentary-Super-Duell hier in Dueling Network. Und heute heißt es Netix gegen Darklords 20.000 und Netix hat vor, mit seinem Heretic-Deck zu spielen und Darklords 2000 mit seinem Aufzieh-Deck. Aber wir wären ja nicht in Dueling Network, wenn heute mal jemand wieder nicht da wäre. Also das ist auch wieder eine ziemlich verquere Geschichte, hatten wir bisher natürlich auch noch nicht. Und zwar ist jetzt Netix vorhin, war noch in Skype vor 5 Minuten, wir haben mit ihm geredet und jetzt ist er nicht mehr da oder auf abwesend gestellt und kommt nicht mehr, nimmt nicht mehr an. Und ist ziemlich scheiße. Aber wir haben jetzt einfach so den Plan, dass Darklord hier ein Duell hostet in Advanced Unrated und da werdet ihr das Passwort eingeben müssen 123 ABC. Und dann könnt ihr ihm da joinen und derjenige, der es als erstes schafft, kann sie dann hier gegen ihn kämpfen. Also erstellst du mal ein Duell? Ja, genau. Hab ich schon. Okay, jetzt ist es bei mir da. Okay, danke. Ich bin übrigens heute auch wieder dabei. Und wie gesagt, ihr müsst jetzt einfach schnell kommen, das Passwort 123 ABC eingeben und dann seid ihr live in unserem Stream, wenn ihr das wollt. Ja genau, also er wird die Person annehmen. Ihr wisst jetzt, was ihr suchen müsst. Ich habe es ja jetzt unten auch eingetippt, damit ihr ihn findet. Und der Insektor. Okay. Insektor gut. War scheinbar am schnellsten. Ja, das ist Benjamin, der hat auch schon das erste Duell, dieses Turnier aus dem zweiten Kader gespielt. Hatte damals mit seinem Aufziehdeck gegen den Chaos-Deck gewonnen. Also er ist jetzt auch wieder hier in einem Duell, ja. Genau, dabei. Also so, ihr seid alle im Stream zuschauen. Insektor spielt gegen Darklord 20.000. Okay. Ab jetzt noch zuschauen, wir haben schon 4 Zuschauer. Schere, Stein, Papier. Und Insektor darf anfangen. Naja, und wir machen es jetzt auch so, also falls sich jetzt Netix innerhalb dieses Livestreams nicht mehr meldet, falls es könnte ja sein, dass sein Internet ausgefallen ist oder irgend sowas, man weiß es ja nie. Wenn er keine gute Geschichte auf Lager hat, dann würde ich sagen, dass wir ihn rausschmeißen, weil das ist schon sehr seltsam, erst da zu sein und dann plötzlich, ich stelle mein Skype auf beschäftigt und mach gar nichts mehr, also da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Wir werden sehen. Und deshalb ist es dann auch einfach so, dass wir jetzt, wenn es jetzt so bleibt, einfach Darklord weiterkommen lassen. Sonst ist es auch einfach. Ja. Okay, jetzt kommt auch gleich die Exit-Beschwörung. Also, er spielt auch jetzt mit dem Evil Swarm, wie es ja einfach fast jeder zweite macht. Mit dem auf Feiern, dem super tollen Exit-Monster, das erstens keine Spezialbeschwörungen über Level 5 zulässt und zweitens ein Infestation-Spell oder Trap auf die Hand kommen lässt. Das ist so langweilig, es ist nämlich immer das genau gleiche Prozedere mit dem Deck. Genau wie bei Heretic, da ist es auch immer dasselbe. Immer ein Drachen, dann noch ein Drachen, dann ein Exit-Monster, dann noch ein Drachen. Ja. Abwechslung ist es nicht wirklich und irgendwann macht es einem auch aus Duelland, glaube ich, nicht mehr so viel Spaß, aber immerhin, wenn man gewinnt, was sonst? Darklord, spielst du gerade auch wieder mit deinem mit deinem Aufziehdeck? Ja. Okay. Das Problem ist, sein Elise Swarm Monster ist genau die Schwäche von mir. Weil ich beschwöre sehr viele Level 5 Monster. Oh, das ist bitter. Gut, dann ist natürlich die Aufgabe, auf Feiern irgendwie wegzubekommen. Aber man muss dann natürlich auf die Infestation Spells Acht geben, die schließlich alle Evil Swarm Monster zu beschützen. Weil, ich meine, überleg mal, du hast einfach jetzt mal denkst, oh yeah, Spiegelkraft, und dann, oh nein, Infestation Spell. Das kann jedes Mal passieren. Scheiße. Find of Souls ist auch ganz lustig. Oh, perfekt. Und da kommt die Investation. Oder hat er vergessen, sie zu setzen? Nein, natürlich nicht. Okay, das bringt er nicht. Man muss auch das mal machen, damit die Infestations auch irgendwann mal wegkommen. Ja, da wäre auch ein Heavy Storm nicht schlecht. Ein Heavy Storm, aber dann hat man selber keine Fallen mehr. Das
Ja, dann darf man davor nicht setzen. Das ist immer so abwägen, was einem gerade mehr bringt. Meine Frage, warum hast du die Ratte gesettet? Welche denn? Ja, die Winterbread. Ja, wieso nicht? Zum Verteidigen. Hätte ja auch den Effekt nutzen können halt. Aber naja. Ja. Schon bessere Verteidigung, aber. Ja. Ja gut. Mann, ich kann wirklich nur Verteidigung setzen hier, weil ich wirklich bloß auf Level 5 Monster vertraue. Na gut, du musst halt irgendwie den auf Feiern besiegen. Das wird dir so eine Weile brauchen. Ich weiß auch nicht. Aber ich habe auch neulich gegen, ich weiß nicht, ob ich ja auch gegen Insektor gespielt, glaube ich. Und der, also der hatte halt 3 auf Feiern in seinem extra Deck und ich musste die erst alle kaputt hauen, damit da irgendwas ging. Ja, das dauert dann, ne? Hat halt Glück, weil der Effekt nicht so effektiv war, weil ich mit Gravekeepers gespielt habe und die sind ja eher selten, dass man da eine Spezialbeschwörung macht und schon gar nicht über Level 5. Also wenn, dann nur Level 4 Monster. Okay, es kann eine Exit beschwören. Nee, ich aktiviere den Effekt von den beiden Soldaten. Sind jetzt beide dann Level 5? Ein Effekt sind die. Ach, jetzt hat der Effekt wieder, okay. Dann ist der eine Level 4, der andere Level 5. Oh ja, die können ja beide aktivieren. Richtig, stimmt. Die können sich ja gegenseitig. Er kann nur einen Effekt praktisch deaktivieren. Ach so. Ja, nee. Ja, der eine wird doch durch Effekt wieder. Und jetzt ist der eine Level 4, der andere Level 5, oder nicht? Naja, wenn er auf den ersten gemacht hat, nicht. Okay. Sauf so aus. Na, ich habe die Effekte von beiden jetzt aktiviert. Also die sind jetzt beide Level 5, so gesagt. Ja, aber der eine wurde jetzt vom Effektwähler dann negiert. Aber er hat scheinbar auf den ersten Effektwähler gemacht. Deswegen sind beide Level 4 jetzt. Ach so, okay. Ach so, okay. Ja, okay, gut. Okay, dann wird das, denke ich mal, nichts mit Level 5 Beschwörung hier. Mach mal eine Level 4 draus. Der hätte auch übereinander lassen können. Ah, Mist, ach Gott, bin ich dämlich. Utopia. Ne. Ja, Utopia kann halt kommen. Warum das? Hä? Eine to the graveyard. Ja, klar, jetzt kommt sowieso gleich wieder E-Spawn, das ist so klar. Nee, weil ich verstehe nicht, wie er das... Es geht nicht. Geht doch gar nicht, weil der Feiern hat auch mehr Angriffspunkte als das Blackship. Der Effekt von Blackship funktioniert nur, wenn das Monster vom Gegner weniger Angriffspunkte hat als das Blackship oder gleich viele. Das ist so equal in das Card, ja. Deswegen ist es leider nicht... Okay, es ist halt die Frage, was jetzt wollen wir. Am besten wäre sowas wie Volcasaurus, aber der ist ja Level 5. Der ist Level 5. Ja, der Effekt Wählerfachen war ziemlich gut. Ach Gott, Utopia. Okay, na gut, wir lassen es mal durchgehen, als kurz nicht aufgepasst. Egal, so kleinere Spielfehler passieren, obwohl das jetzt eher irgendwie doof war. Egal. Utopia kann sich jetzt halt 2 Runden lang übers Wasser halten gegen den Bayern. Ja. Okay, da kommt der Kerl. Jeder hat noch mal. Ja, das ist hier eine Dingens, ne? Ach so, die hatte also. Kurz. Jetzt darf ein Level 4 Warrior Type Monster Form sein und Deck in seine Hand tun. Macht das jetzt auch gleich mal mit Evil Swarm Castor.
Okay, Keron hat den Effekt, dass er jetzt einen Evil Swarm aus dem Friedhof verbannen darf und damit dann was machen darf? Ja genau, einen Evil Swarm wieder auf die Hand nehmen vom Friedhof. Es kommt noch ein auf Feiern gleich. Okay, jetzt darf er noch Normal Summon One Evil Swarm, das heißt, er kann wahrscheinlich wieder eine Exit-Beschwörung von dem O-Fire machen und kann dann mal wieder den gleichen. Ja, Kirikion ist eine miese Karte in dem Deck, die tut eigentlich immer neue Exit-Monster holen. Ich wollte mir jetzt nicht scheiße, aber keine Feiern, sondern ein Bahamut. Und der wurde jetzt auch negiert, weil jetzt keine weite Dingens kamen. Oh, das könnte jetzt wehtun. Infestation. 50. Oder nee, wird negiert, okay. Auch lustig. Ich glaube, Insekt hat genau die gleichen Höhlen wie du. Auch total grau oder weiß. Ja, genau, das sind ja dieselben. Gleiche Design. Ja. Alter, ich hab's mal gemacht, den Black Luster Soldier Hülle habe ich so ausprobiert, wie die aussieht in verschiedenen Designs, und dann habe ich den mal pink gemacht. Ja, so aus. Also da kann man sich auch echt vertun mit der Farbwahl. Ja. Das macht das gleich wie letztes Mal auch. Also geht der Kirikion einen auf einen Verband, einen auf die Hand nehmen und dann wieder normal beschwören. Ja. Und dann wieder. Also als ich das letzte Mal gegen ihn gekämpft habe, da hatte ich halt Necrovelli und da konnte halt Kirikion überhaupt nichts machen. Ja, da ist Kirikion sozusagen Nonsens. Ist halt noch da wegen seinen 1600. Da habe ich einen auf Feiern verbannt und zwei noch zerstört. War dann sehr angenehm. Ja, da hast du es doch wirklich leichter. Dieses Mal kommt jetzt durch mit dem Beschwörung von Bahamut. Ich muss anmerken, dass es so ist, dass sehr wohl Exceed-Monster des Ranges 5 oder höher beschworen werden können, weil die haben ja kein Level, sondern einen Rang. Aua. Das könnte jetzt wehtun. Das ist ein bisschen wehtor. Ich glaube, das war's auch schon. Wenn er jetzt mit allen angreifen würde, wär's das. Ja, das sind zusammengerechnet schon. Ja. Über 6000. Ja, es sind über 6000. Sogar über 700. Okay. Damit ist unser erstes Duell vorbei und die Evil Swarms haben mal wieder gesiegt. Ja, also man sieht schon dieses Turnier. Es gibt zwei Decks, die einfach hier total abgehen. Und zwar sind es die Evil Swarm und die Elemental Dragons. Ja, richtig. Also so. Das sind auch die zwei, die am nächsten daran stehen, gebannt zu werden oder zumindest geschwächt zu werden. Weil ich glaube, also ab nächsten Monat, Anfang nächsten Monats geht's dann los, dann werden dann die großen Evil Swarm, nicht Evil Swarm, die großen E-Dragons werden auf 1 limitiert wahrscheinlich oder sowas in der Ähnlichkeit, denke ich mir mal. Ich glaube, das Deck wird anderweitig geschwächt. Ich glaube, die Superverjüngung wird auf wird limitiert oder auf verboten werden. Welche meinst du? Die Superverjüngung, wo du halt für jeden abgeworfenen Dragon eine Karte hast. Karte da. Super Rejuvenation Dingsbums, ja. Genau, weil alles andere wäre Quatsch. Wenn sie die Dragons schwächen, dann schwächen sie quasi auch jedes andere Deck wie Firefist oder sowas. Ja, gut. Also wir haben jetzt hier einen Vorschlag bekommen, dass Darkbot jetzt nochmal ein neues Duell aufmacht und nochmal einen neuen Gegner an sich ranlässt. Ich würde dann den Agumon nehmen, der hat mich jetzt schon. Ja. Der würde gerne mal gegen mich spielen. Ja, mach das mal. Agumon ist sehr duellfreudig, muss man sagen. Ja. Ja, ist ja gut. Dark. _ Lord. Außen. Macht ihr beiden kurz das Duell auf, dann können wir uns alle wieder jo. In den Watch-Bereich begeben.
Match oder Single? Ich denke mal Single, ne? Ja. Ja. Ja, und vielleicht danach noch eins. Werden wir mal sehen. Ey, Blackburn, lass mal nachher gegeneinander kämpfen. Ich will mal noch ein Exodia-Deck bauen und das möchte ich mal ausprobieren. Okay. Also Duell ist. Ja, gut. Ist das schon da. Also ich bin da. Die anderen sind einfach viel zu langsam alle, aber. Ich krieg das natürlich hin, weil ich einfach der Übermensch bin. Ihr könnt loslegen. Ah, hier. Gut, ich denke mal, dann fang die Papier her. Ja, am besten mit Schere. Okay, Agumon spielt wahrscheinlich wieder Evil Heroes. Ich durfte mir aussuchen, mit welchem Deck er spielt. Hat er mir ja schon geschrieben. Okay. Ich habe auch noch ein Evolsaurier-Deck, das würde ich eigentlich auch mal gern wieder spielen. Wie ist doch gegen Exodia. Ich muss die erstmal zusammenbauen. Muss ich aber anpassen. Let's go, Jesus. Double Man, nein. Der spielt normale Helden, also. Ich spiele Jadens Helden. Oh, da kommt die Reissuppe. Und das wäre jetzt auch wieder sofort negiert. Oh, Cybersaurus. Wie krass, warum spielst du denn den? Der ist so alt. Der ist, der ist ewig alt. Ich mag den, lass mich. Jetzt bekommst du Retro-Punkte. Platziere zwei Retro-Spielmarken auf dem Spielfeld. Auf Cybersaurus. Dann aktiviere ich Effekt von Doc, also der ist jetzt auch Stufe 5. Mhm. Ja, jetzt kann er damit noch eine Exit-Beschwörung machen. Okay, das ist gut gemacht. Ah, da war der Dildo, was auch immer. Das war mein Handy, du Dildo. Dann aktiviere ich den Effekt von Zenmai-O, also kann zwei gesetzte Karten zerstören. Okay, das trifft sich ja gut in der Anzahl. Da muss aber noch ein Exit-Material gedetached werden. Ja, oh, achso, ja. Saurus. Magische Sünde. Die Retro-Spielmarken gehen mit ihm. Du kannst zwei Retro-Spielmarken von Cybersaurus entfernen, um sie im Laden gegen ein Starter-Deck Joey einzutauschen. Ich hatte Starter-Deck Pegasus, nur das ist klar. Jeder hatte Starter-Deck irgendwo hin. Ich hab kein Wort von Effekt von Aufgeben kapiert. Komm mal ein bisschen näher ans Mikrofon. Und da kommt das schwarze Loch. Ja. Und der Bubblemann. Ja, sowas ähnliches. Neos, Alius. Oh, das ist aber bitter. Dann. Aktiviere ich Effekt von The Tricky, also kann eine Karte abwerfen und wird der speziell beschworen. You can special summon this card from your hand by discarding one card, okay. Dann. Blackburn, kann es sein, dass du das interne Mikrofon von deinem, von dem Laptop benutzt? Ja. Weil ich höre den Lüfter von dem Laptop. Das kann aber nicht sein, weil das ist ja am Bildschirm das Mikro. Und der Lüfter ist ja unten im Gehäuse. Ja. Ja. Bei dem Laptop nicht, das ist nur so ein Es kann aber auch sein, dass du gerade hörst, weil mein Vater saugt gerade in der Wohnung. Ah. Mit einem Lüfter. Das ist nämlich verdammt noch ein Lüfter. Nee, aber das Prinzip vom Staubsauger und Lüfter ist mehr oder weniger dasselbe, dass es beim einen Lüfter rausgeblasen wird. Ja. Man ja. Naja. Weit war's. Okay. Okay, Agumon hat verloren. Das waren 3500 Lebenspunkte zu viel für ihn. Da war die anfängliche. Er ist auch aus Versehen auf Quit gegangen. Nein, er ist rausgeflogen. Okay.
Er ist rausgeflogen. Von wegen. Ja, ist er. Bei 3500 Lebenspunkten Verlust, die er jetzt in dem Zug bekommen hat. Natürlich, Argumon, da konntest du es nur nicht. Ja, mir wurde gesagt, dass gerade Argumon hat manchmal Internetprobleme, scheinbar schon öfters passiert. Also auf DN ist er noch drin, aber. Ja, er hat, also er hat mir gerade, also das kann ja sein, dass er Inactivity oder irgendeine Inactivity während man spielt, ist unwahrscheinlich, aber ja. Keine Ahnung. Er hatte Online-Lags. Ja. Ich denke mal, das war's dann mit dem Duell. Ja, du kannst ja nochmal eins aufmachen, das ging ja jetzt schnell. Ja, das war schön. Meine Güte, nimm mal das Mikrofon und steck dir den Laptop in den Mund oder irgendwas. Ich kann dich kaum hören. Okay, so besser? Viel besser. Ja. Warum hast du dein verdammtes Headset nicht dabei? Ich hab gedacht, du hast deine Kopfhörer überall damit. Nee, nur wenn ich irgendwo weiß, dass ich länger warten muss oder so. Außerdem habe ich da nicht immer das Mikro dabei, sondern nur die Kopfhörer. Oh, du bist aber ein komischer Mensch. Machen wir noch eins auf, oder? Ja, schreib mal Argumon. Argumon hat mich gerade angeschrieben und meint, er ist rausgeflogen. Ja, du bist auch der Letzte, den er informiert. Das habe ich dir doch gerade eben schon gesagt. Ja, ist ja gut. Guck ich gerade mein Evolsaurier-Deck an. Eigentlich ist das voll geil. Ich baue an meinem Exotia-Deck weiter. Ich bin schon wieder im Duell drin mit Argumon. Also ihr könnt joinen. Okay. Ach, ihr könnt ja alles so machen wie gerade eben. Baut jetzt einfach die zwei Dinger, baut jetzt einfach nach, die paar Züge, die ihr gerade gespielt habt, und dann legt ihr wieder los. Argumon geht wieder auf seine 6000 Punkte runter. Ich habe ja mit Shark angegriffen, der hatte ja nur noch dann 3700. Warte, ja. Falsches Deck. Oh Gott, bist du ein Bobby. Das ist ein Feendeck wahrscheinlich. Ah, komm, mach mal nochmal ein neues Duell hier. Ja, das männlichste aller Decks, das Magitolsche Deck, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt nichts männlicheres als einen verdammten Pfannkuchen. Ich frage mich auch, ob, warum die denn hier den Duelist Pool nur auf Englisch und auf Spanisch haben. Eigentlich sollte man ja jetzt aus Gerechtigkeit auch einen deutschen Pool einführen. Oder man geht als Deutscher in den spanischen Pool und sagt, ey, hola! Liege mal Teresa wird. Sie? Los Evil Swarmos. Los Priesterlich aus Trachos. Activatos. Oh, Cornachos. Also nochmal kurz, ganz kurz. Ich habe gestern ein paar Cocktails gemixt und da gab es einen, der war. Er war mit Tequila und Cola und Limettensaft, aber egal, auf jeden Fall. Exodia. Halt einfach, oh, er spielt mit Exodia. Der hieß Eiskalt Border Crossing. Cocktail der Border. Mann, den würde ich auch spielen. Das ist ziemlich geil, die Kombination. Genau so habe ich es mir vorhin auch überlegt. Ob ich die nicht so auch mache. Also ein Counter auf die Dingens. Muss man ja nicht erklären, das ist ja eigentlich. Ist ja auch schon ewig auf dem Markt, diese Karte. Weil Exodia auch schon so lange existiert. Jetzt kann er sich alle drei Toon-Inhaltsverzeichnisse ziehen, das heißt, er hat schon wieder weniger Karten auf dem Deck. Damit kann man natürlich die Züge, also bei Exodia-Decks ist es immer lustig, da gehen die Züge einfach mal immer 5 Minuten am Ziehen und am Karten-Effekten auslegen, weil es einfach so viel. Ah, jetzt kommt der Blue-Eyes Toon-War-Dragon für wahrscheinlich Trade-In. Ja, du kannst auch eine dritte Marke drauf und kannst dann. Und jetzt wird es natürlich hier eine neue Karte gezogen. Achso. Und es wird was aktiviert? Ah, Trade-In. Ne, Destiny Tour. Okay. Den hat er. Jetzt 2 Wiesen. Und das. Also, Argumon hat schon richtigen Lauf hier. Also, ich glaube, das könnte sein, dass er jetzt ein OTK schafft. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich weiß ja nicht, welche Kartenkombination er noch spielt. Aber so sieht es gar nicht schlecht aus. Ja, klar. Exodia ist OTK-fähig. Ich habe aber auch schon mit hier Retic ein OTK hingekriegt. Das war so einfach noch, als der Darkness Metal Dragon auf 2 limitiert war. Da konnte man einfach, also 2 holen, dann Drachen beschwören und auch Maxi als Exceed beschwören. Jetzt legt das natürlich drauf an. Oh, schade. Oh, das ist traurig. Da regt er sich auf, da, oh man. Rage Chase, na egal. Ich meine, wir hatten jetzt Cup of Ace, glaube ich, auch schon
beim, also einmal in der Folge, hat er dann auch zweimal ausgespielt und durfte vier Karten ziehen, also das war dann schon doch ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, da regt er sich auf, shit. Genau. Ja, was soll's, es ist 50-50 Chance. Das Blöde ist jetzt halt, die Bibliothek ist jetzt halt nicht im Verteidigungsmodus, was eigentlich die Stärke der Bibliothek ist, weil du kannst ja nicht im Verteidigungsmodus beschwören. Ja. Deshalb musste er jetzt ausharren. Ja, okay, kriegt jetzt aufs Maul. Kann man nichts machen. Die Bibliothek ist weg. La Biblioteca, wie die Leute im spanischen Teil von Dueling Network sagen würden. Dann Effekt Soldat. Ach, kennen wir doch alle schon Level 5, ne? Ja. Jetzt kommt die Exit-Beschwörung auf Level 5. Hat natürlich auch ein, wie heißt denn komische Drachosaurus, Wolkosaurus. Jetzt dreht ihn einfach nochmal, okay. Ja, das ist jetzt nämlich blöde, weil, Wolkosaurus hätte nicht so den optimalen Effekt hier, weil der die Bibliothek null Angriffspunkte. Okay, ja, der Effekt bringt ihm wenig, aber. Er will gerne in Verteidigung sitzen, oder? Naja, ja, geht leider nicht. Dann aktiviere ich noch das hier. Bringt dir das. Ach, dann das. Das ist super, das ist eine coole Kombination, die habe ich auch gerne gespielt. Selber in die Fresse schlagen, damit. Ja, Starlord Road negiert das ja und dann darf er einen Starlord schlagen. Das ist ziemlich geil. Weißt du noch, das habe ich bei unserem Duell auch gemacht, bei den Insektoren. Ja. Mal so gespielt, das ist cool. Ein tolles Insektor-Deck, oh ja, ja. Das sind 5100 Lebenspunkte weg von Agumons Exodia-Kopf-Konto. Also ich würde so lachen, wenn Agumon jetzt zum Beispiel 4 Exodia-Teile hätte und jetzt gleich das letzte ziehen würde. Oh, Exodia! Wäre so heftig mies. Exodius, die Wurst der Schatten. Yeah. Insektor hat mich angeschrieben, ob er danach, also könnt ihr noch ein Duell danach machen? Er hat Bock auf Aufzieh gegen Aufzieh-Deck. Ja, der kann gerne spielen, also. Nur, wir werden es nicht mehr live streamen und nicht mehr aufnehmen. Und da kommt eine zweite Bibliothek. Aber, das ist ja nicht so toll, weil Stardust Dragon kann ja den Effekt verhindern. Welchen Effekt? Naja, den Effekt von der Bibliothek, dass er eine Karte ziehen kann, aber dazwischen hat die Frage, was dann gezogen wird. World Dealings. Yeah! Yeah! Library. Er hätte jetzt seine dritte Bibliothek und hat sie weggeholt. Wow. Also der ist jetzt gerade mächtig am Ziehen, aber die ganze Zeit irgendwie die falschen Karten. Ich verstehe es nicht. Er hat jetzt schon ein zweites Mal in Destiny Hero Dogma. Na, die Dingens. Natürlich kann ich jetzt Stardust Dragon abwerfen oder ja, auswandern. Das will ich auch nicht machen, weil ich meine, hallo. Stardust Dragon 2500 ATK. Starkes Monster dafür. Ah! Port of Duality, okay, das ist auch nicht schlecht. Und jetzt kommen zwei Exodia-Teile raus, wirst du sehen. Ah, Trade In, okay. Ein Exodia-Teil. Ah, schade. Das wäre nämlich cool. Ey, was ist das für ein Drache? Ach, der. Donnerdrache. Ja, das wäre jetzt auch. Was? Hä? Du ziehst den Stack zurück? Was macht der denn? Wieso denn? Okay, dann will er wohl doch nicht Exodia. Er muss erst sein Deck mischen. Ja. Dann spielt er jetzt wahrscheinlich auf was anderes. Warum? Warum auch immer? Nee, weil jetzt keine Zweitkarten ziehen, ja, aber das hat ihm aber ein sicheres Dingens verwehrt. Also er hat sicher jetzt noch nicht alle auf dem Dingens. Auf der Hand. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt auf der Hand ist, glaube ich auch. Okay, jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden, warum er es so rumgemacht hat. Vor allem den Gold. Okay, er hat bloß zwei Exodia-Teile auf der Hand, hat er bisher wirklich unglücklich gezogen. Ja, dann sind sie aber alle da unten drin, das ist echt nur noch eine Frage der Zeit. Er darf halt nicht den seiner Drache. Darf jetzt zwei Thunder Dragon von seinem Deck auf die Hand nehmen, das ist cool. Macht er wieder ein bisschen Platz. Okay, jetzt hat er noch 13 Karten, ey, das kriegt er doch noch hin. Okay, jetzt die zwei Donnerdrachen abwerfen, super. Okay, du musst jetzt auch noch zwei abwerfen. Ja. Achso, ja, stimmt. Da kommen wir jetzt zur Rüstung. Das haben wir erst mal nicht gemacht. Ah, jetzt darf er noch meine ziehen. Okay. Jetzt Bambusschwert.
Goldenes Bambusschwert. Das ist geil. Kombination gefällt. Das schafft er. Da glaube ich Probleme. Ja, okay. Und jetzt darf er nochmal eine ziehen. Und ich glaube, Argumann hat es hingekriegt. Er hat gerade 40 Karten nicht gezogen. Alter, kein Spaß, Alter. Was für ein geiles Deck. Ja, das, also ich so würde ich das auch spielen. Genau so würde ich es auch spielen. Ich habe viel Exodia gespielt, aber so heftig war es noch nie. Also, das ja, ist der so hat auch gerade wirklich einen Lauf gehabt. Das war echt gut. Mit der Bambusschwert und das Goldene auf der Hand. Das ist schon mal gut. Oh. Also ich kenne es nur, dass es so läuft mit nochmal Bambusschwert. Mit The Swords of Revealing Light oder so, dass man einfach keinen Kampfschaden einsteckt. Wenn er jetzt so einen Trade-In hat, dann läuft's richtig gut. Vor allem, was man sich da alles merken muss, damit man auch die richtige Kombo spielt. Okay, jetzt hat er es gewonnen. Also jetzt ist er echt unglücklich, wenn er jetzt die Exodia nicht komplett hätte. Und das letzte scheiß Exodia-Teil ganz unten. Ja, okay, jetzt kriegt er nochmal zwei Karten und er kriegt alle Karten wegen den Spell nochmal. Also eine Karte fehlt. Ja, eine fehlt. Das ist jetzt die letzte und dann greift Darklaut an. Und dann ist er tot. Das wäre so lustig. Über die eine Karte. Doch, er hat sie. Ja, er hat 5. Ja, hat er. Hat er nicht. LOL! Das war nice. War ein geiler Run. Das war wirklich nice. Und jetzt baue ich mir das Deck nach. Ja, schreib doch Argumann an, der schickt dir bestimmt die Decklist. Ja, ich hab die Deckliste. Ich hab genau das gleiche Deck, habe ich mir auch schon mal zusammengestellt. Ich hab die auf meinem Desktop. Okay. Ich spiele es auch mit Bambusschwert und allem, aber ich muss die. Ich habe auch eine andere Variante gesehen, die hat mir auch ganz gut gefallen, aber. Mit Advanced Draw zum Beispiel. Advanced Draw ist ungefähr das gleiche wie Trade-In. Mhm. Aber dafür muss uns, glaube ich, tributen, oder? Frage: Felix, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay, super. Ich habe eine Frage, und zwar bei Advanced Draw, da steht Tribute One Face Up Level 8 or Higher Monster. Okay, ja, gut. Dann musst du beschwören. Ja, dann muss ich es beschwören. Oh, das ist blöd. Das kriegt mir ja schwer hin. Upstart Goblin. Ich muss dir nur kurz mal fragen, ob Argumon es mit 3 Trade-Ins spielt oder mit 2. Na, also ich muss mich auf jeden Fall jetzt langsam verabschieden schon, weil es bei mir nämlich bald Essen gibt und ich wollte noch ein bisschen was helfen. Sieht man mir nicht an und so, aber ich bin eigentlich mal nett. Nee, keine Ahnung, machen wir das Duell morgen, okay? Welches Duell? Achso, ja, das Exodia-Duell, ja. Okay, also, Leute, dann vielen Dank, dass